Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn wir in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum der Volkshochschulen feiern, dann ist das damit im Wesentlichen die verfassungsrechtliche Anerkennung dieser Institution im Artikel 148 der Weimarer Reichsverfassung gemeint, die die staatliche Förderung garantierte. Damit wurde die Erwachsenenbildung als ein Bestandteil des Bildungswesens anerkannt. Was aber war das Ziel dieser Einrichtung? Darauf gibt der Erlass des preußischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung von der SPD, Konrad Henisch, am 25. Februar 1919 eine Erklärung. Zitat: Wir müssen Brücken schlagen zwischen dem kleineren Volksteil, der geistig arbeitet, und dem immer größer werdenden Teile unserer Volksgenossen, der mit der Handschaft aber geistig hungrig ist. Und etwas weiter heißt es: Über Stadt und Land verbreitete Volkshochschulen, in denen die so vielfach volksfremd gewordene Wissenschaft wieder Deutsch zu Deutschen spricht, müssen uns helfen, das geistige Band zwischen allen Volksteilen wieder festzuknüpfen und verlorenes Verständnis für gemeinsame Arbeit wieder zu erobern. Der Aufbau der Volkshochschulen hatte vor allem also die Förderung des Zusammenhaltes des Volkes zum Ziel. Deshalb auch der Name Volkshochschule. Und vor 100 Jahren war die SPD eben auch noch eine Volkspartei. Diesen Aspekt, gerade vor dem Hintergrund des lebenslangen Lernens, schätzen wir außerordentlich. Und so gesehen sind auch die Bestrebungen der EU jetzt sehr kritisch zu sehen. Aber es ist ein weiteres Beispiel für das segensreiche Wirken in Anführungsstrichen der EU. Nun ist es zu hinterfragen, wie sich heute die Volkshochschulen in ihrem Selbstverständnis zu Dienstleistern der jeweils herrschenden Politik machen. Denn anders als Frau Dr. Wernstedt es eben dargestellt hat, ist genau das der Fall. Anstatt sich ihrer eigentlichen Mission zu widmen, nämlich der Volksbildung. Werden die niedersächsischen Volkshochschulen ihrem Auftrag noch gerecht, wenn sie zu Ausländerschulen bzw. zu Integrationsanstalten für Einwanderer umfunktioniert werden? Wie in der Vorbemerkung der... Einen Moment bitte. Ich darf um Ruhe bitten. Wir fahren erst fort, wenn Ruhe eingekehrt ist. Das gilt auch für Herrn Wieschmann und Frau Gut. Bitte. Vielen Dank. Wie in der Vorbemerkung der Volkshochschulstatistik 2018 zu lesen ist, haben im Verlauf der vergangenen Jahre die Integrationskurse in der Volkshochschularbeit stark an Bedeutung gewonnen. Der Zuwachs von hauptamtlich arbeitendem Personal in der Verwaltung war in Niedersachsen von allen Bundesländern mit 68 Stellen am größten. Auch im Bereich des pädagogischen Personals haben die Volkshochschulen in Niedersachsen mit 134 Stellen die größten Zuwächse in ganz Deutschland zu verzeichnen. Die Zuwächse im Personal lassen sich auf die Zuwächse im Finanzvolumen zurückführen, die wiederum Niedersachsen mit einem Plus von 17,1% am stärksten ausgefallen sind. Auf Seite 12 können wir lesen, was der Hauptgrund für diese Zuwächse ist. Zitat: Vor allem die Bedeutung der Bundesmittel hat seit Jahren zugenommen. 2011 betrug der Anteil lediglich 24%, 2017 dagegen 57% der anderen Einnahmen. Eine wichtige Rolle spielen hierbei die Mittel des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für Integrationskurse. Und einige Zeilen später heißt es dann: Die Bedeutung dieser Einnahmegruppe für die Gesamtfinanzierung der Hochschulen variiert stark zwischen den Bundesländern. Am höchsten ist der Anteil, und nun raten Sie mal, in Niedersachsen. 51% der Gesamtfinanzierung kommen aus diesem Topf. So gesehen waren die ganzen Beiträge, die wir eben gehört haben über berufliche Bildung und die ganzen weiteren Kurse, bezogen sich eigentlich auf einen geringeren Teil der niedersächsischen Volkshochschulen. Aus diesen Zahlen können wir entnehmen, dass die Volkshochschulen in Niedersachsen von besonderer Weise, nämlich von der unkontrollierten Massenzuwanderung, profitiert haben und einen wichtigen Teil der Flüchtlingsindustrie darstellen. Wir können sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass die Volkshochschulen in hohem Maße... Herr Abgeordneter Rückiner, Begriffe wie Flüchtlingsindustrie sind keine Begriffe, die wir hier auch vor dem Blick der Debatte gestern hinnehmen werden.
Jetzt hat Herr Rickener das Wort. Bitte fahren Sie fort. Wir können sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass sich die Volkshochschulen in hohem Maße von den Integrationskursen finanziell abhängig gemacht haben. Ist dies im Sinne des Zusammenhalts des Volkes? Und was würde es also für das Geschäftsmodell der niedersächsischen Volkshochschulen bedeuten, wenn die Menschenströme abnehmen und der Bedarf an Integrationskursen sinkt? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.